schalte die UI-Fernbedienung waagerecht. In dieser unheimlichen Villa spielt eine Person den Geist und der Rest der Spieler die Spukjäger. Jeder Spukjäger trägt eine Taschenlampe bei sich, die mit dem 1-Knopf angeknipst wird. Die Spukjäger müssen dem Geist mit ihrem Licht seine Kraft entziehen. Sinkt sie auf 0, haben sie gewonnen. Der Geist gewinnt, wenn es ihm gelingt, den Spukjäger dreimal zu fangen. Die Spukjäger...